So. Ah! Oh, Gott sei Dank. Hallo? Ich will da runter. Nach unten bitte. Nicht nach oben. So. Das juckt. Aha. Hier wird schon ein bisschen röter, das Ganze. Hier ist da doch gerade Massaker oder irgendwas stattgefunden. Toll. So. So, gute Nacht an alle, die gehen. Es sieht so aus, als würde es da weitergehen. Ich gucke mir mal ganz kurz da drüben nochmal. Male Ward, Female Ward. Aha. Da ist natürlich zu. Genau, da ist zu. Okay. Dann gucken wir hier einfach nochmal ein bisschen. Es ist schon sehr, sehr geil in Szene gesetzt. Das muss man einfach sagen. Es ist zwar extrem widerlich an vielen Stellen und auch, ja, sehr, sehr beängstigend, aber es macht doch irgendwie, es macht mega viel Spaß, das muss ich sagen. Ich liebe und hasse dieses Spiel zugleich. Was? Kann ich nicht einfach durch die Kanalisationen kommen, einfach irgendwo einen Bolzenschneider suchen und einfach dann alle Türen aufmachen, einfach hier rausgehen irgendwo und irgendwo schön, wo es dann sonnig ist, keine Ahnung, auf Hawaii oder so irgendwo rauskommen. Alter, das ist, toll, eine Abzweigung. Links oder rechts? Ich geh mal links rum. Toll. Das war ja sehr gut. Okay, das Spiel speichert, das ist schon mal gut. Okay. Hier mal ein Haufen verrostete Rohre. Hier unten war aber auch schon ewig niemand mehr. Wir sind überall Spinnenweben und alles, also das hat auch niemand mehr gewartet. Das kann mir doch keiner erzählen. Also das war doch alles... Keine Ahnung. Ach ja, das war das Ding, was zu ist. Das heißt, es führen praktisch beide Wege hier rein. Hier haben wir noch einen Haufen kaputter Stühle und alles. Und wir haben zwei Türen. Die eine kann ich aufmachen. Tschüss. Moment. So. Okay, komme ich da drüber? Nö. Also ich muss hier lang. Alter, dass es immer so beschissen dunkel sein muss. Okay. Komme ich hier hoch? Okay, ich komme hier hoch. Die Frage ist, wo geht's da unten hin? Ich habe halt keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich würde mich ja, wie gesagt, gerne umschauen immer. Ob wir irgendwo noch Batterien finden, ob hier irgendwo noch eine... Da blinkt doch irgendwas da hinten. Ah, siehst du? Da ist nämlich noch eine Batterie. Die hätten wir nämlich sonst übersehen, wenn wir nicht geguckt hätten. Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ne, das war's. Ein Haufen Leichen haben wir hier noch, aber ansonsten ist hier nichts mehr, glaube ich. Nee, das war's. Okay. So, ich will jetzt die Batterie, will ich jetzt noch so weit wie möglich nutzen, bevor ich neu lade. Weil ich möchte nämlich ungern Batterien verschwenden. Wir haben zwar momentan sau viel, aber das kann sich jederzeit ändern. Weil ich glaube, das Spiel wird noch mal ein bisschen anziehen.
Ich hoffe es zwar nicht, aber ich befürchte es, dass es weiter noch mehr anziehen wird. Und dann hätte ich gerne noch ein bisschen was auf Reserve. Da hinten ist auf jeden Fall nichts mehr. Okay. Gucken wir da hinten noch schnell. Okay, ich höre schon wieder irgendwas. Ach, das sind wir. Okay. Oh, der stapft aber auch. Das ist unglaublich. Weißt du, der Typ, der ist hier auf der Flucht und alles und stapft hier, als wäre, keine Ahnung, als würde er einen Feldzug anführen. Meine Güte. So. Ich schwimme jetzt einfach ein bisschen da lang, weil da ist bisher nichts. Was? Was war das? Will ich wissen, was das war? Komm ich da hoch? Ja, komm ich. Die Frage ist, wo komme ich da hin? Okay, da komme ich nirgendwo hin. Da komme ich dann, keine Ahnung, irgendwo hin. Das ist doch bestimmt, ich muss mich bestimmt wieder irgendwo von irgendwas verstecken jetzt gleich. Ach so, okay. Bin ich sogar richtig gelaufen? Das ist immer so schwer zu entscheiden, ob ich jetzt halt, ne, wo du halt langläufst, weil ich möchte halt wirklich alles einsammeln, auch die Dokumente. Es blutet immer noch. Bin schon schwach. Kalt. Es blutet immer noch. Aber es tut nicht mehr weh und ich habe fast Ruhe. Ich kann den Wallrider nicht mehr hören. Vielleicht klingt die Therapie langsam ab. Ich kann mich nicht mehr an die Träume erinnern. Mir wurde gesagt, ich könnte mir meine Entlassung von diesem Ort verdienen, wenn ich die Therapie über mich ergehen lassen würde. Lügen. Natürlich haben sie gelogen. Das war keine Therapie. Wir wurden geopfert, um einen Dämonen zu beschwören. Bitte nur keine Träume. Die einzige... Ja, ja, so viel dazu. Bisschen mehr Dramatik reinbringen. Okay, das war dann der nette Herr hier. Die Frage ist, was ist der Wallride? Wir haben ja vorhin mal in dieser einen Videosequenz haben wir ja die Security-Leute gesehen, die aber irgendwie... Hallo? Die aber irgendwie, also was heißt vorhin, juhu, Spiel speichert. Das war in der Toll, noch mehr Dunkelheit. Das war in der ersten... Ah ja. Das war in der ersten Aufnahme, war das. Oh nein! Da ist er. Alter, schwimm schneller. Wo muss ich hin? Alter, wo muss ich hin? Toll, jetzt gehen die Batterien alle. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Wo muss ich hin? So, ich wechsle mal sicherheitshalber die Batterien. Weil der wird jetzt hundertprozentig, würde gleich um die Ecke kommen irgendwie. Komme ich da hoch? Offenbar nicht. Nein, Alter! Geht hoch! Geht hoch! Alter, was? Boah, Alter, Alter, das ist doch nicht wahr. Boah. Du blöder Penner, Alter. Dieser blöde Penner einfach. Boah, Alter, dieser Typ, ne? Der geht mir so auf den Sack. Mailward. Spiel speichert. Gott sei Dank. Hallo? Aua!
Aua! Was? Alter, das ist doch echt nicht wahr. Alter, das ist echt... Toll, spielende Kanalisation. Ich bin doch gerade nicht aus der... Das ist doch nicht wahr. Ich will nicht mehr. Ich will raus. Alter, ich... Okay. Genau, lauf doch den Schrein nach. Das ist ganz wichtig. Lauf doch einfach den Schrein hier nach. Spielspei... Huch! Ich glaube, der lädt immer zwischendrin nach. Kann das sein? Aha. Da ist das ganze Personal hier. Sehr schön. Also, ja, tatsächlich das ganze Personal, was hier gearbeitet hat, ist komplett tot. Also alle, die hier gearbeitet haben, sind überall abgeschlachtet worden, sind vermutlich auch dann selber zu Experimenten. Erreiche das Hauptgeschoss der Männerstation. Mhm. Na gut. Ach so, was? Halte den Gemaustaste gedrückt und bewege dich vorwärts, um zu schieben. Okay. Sehr gut. Muss ich also auch noch machen. Hallo. Ich bin gar nicht da. Ich mache nur eine Hausbesichtigung gerade. Hier rein. Ja, kommen wir. Haben wir irgendwas? Nö, hier haben wir nichts. Hier haben wir auch nichts. Nee. Okay, weiter geht's. Wer ist denn hier immer langgelaufen? Also irgendjemand kriecht doch hier auch noch zusätzlich mit. Ich frage mich, wer das ist. Ist das der komische Pfarrer? Ist der das oder wer ist das? Die Fußspuren führen da lang. Das heißt, ich würde jetzt mal sagen, ich gehe mal hier lang einfach, um zu gucken, was da oben ist. Eine verschlossene Tür, die wir nicht aufkriegen. Sehr gut. Das ist nie verkehrt. Ich liebe verschlossene Türen. Ich höre doch hier schon wieder den komischen... Nicht im Ernst. Ich muss jetzt nicht im Ernst. Da macht Willi immer die Tür aufmachen und ich schieb das hier erstmal weg, oder wie? Wie bekloppt kann man denn sein? Da ist jetzt bestimmt der nette Herr Wachmann drin, oder? Okay, da kommen wir in den Schacht da unten rein. Ich will mal kurz. Okay, die ist zu. Ich will mal bloß kurz gucken, ob wir dann irgendeine Tür reinkommen. Nee, also wir müssen auf jeden Fall lang. Sicher ist sicher. Okay. Oh, schön, wir sind im Operationssaal. Oder im Pflegeheim.
Oder auf der Pflegestation, je nachdem. Da haben wir Batterien. Die nehme ich natürlich gerne mit. Kommen wir irgendwo rein? Nö. Da saß doch gerade jemand, oder? Der jetzt verschwunden ist. Oder täusche ich mich da? Oh, Alter, das ist echt... Das ist keine Nervenheilanstalt oder sowas. Das ist einfach... Das ist ein Schlachthaus einfach. Und zwar nicht nur seitdem hier die, Boah, Alter. Und zwar nicht nur seitdem die, die Patienten hier, amok gelaufen sind und der Wallrider. Das, war schon vorher ein Schlachthaus. So, Dokumente. Kostenbericht Projekt Wallrider. Krankenbericht von Rick Traeger. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Kniffe erst noch. So rum heißt es richtig. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Projekt Wallrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mir mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Alter, was haben die hier gemacht? Genau, schneidest einfach mal Menschen die Nieren raus. Och, er stirbt dadurch. Ja, ist ja schön. Darf nicht schlafen. Wernicke wartet dort auf mich. Okay. Aber Wernicke ist doch tot, dachte ich. War das nicht so, Doktor... Das war doch der, Dr. G. Wernicke, der ist doch gestorben. Okay. So, mal ganz kurz, ich trinke mal ganz heimlich schnell einen Schluck. So, weiter geht's. Spiel speichert. Ich glaube, ich muss hier raus, kann das sein? Und zwar schnell, bevor die Tür eintreten, ist das richtig? Was? Halte auch schon nach verschiebbaren Objekten. Was? Was? Alter, wollt ihr mich verarschen? Was? Aua, was? Leck mich doch am Arsch. Was? Alter, verpisst euch! Was? Seht ihr hier raus? Ah, was? Leck mich doch am Arsch, du Penner! Verpiss dich! Aua! Verpiss dich! Was? Alter, was? Leck mich doch am Arsch hier! Was? Lalalalalala! Alter, leck mich doch am Arsch hier. Alter, was? Jetzt springt er da. Alter, der Penner. Aua. Oh, Alter, die Penner, echt. Wo, Alter, jetzt haben die sich aufgesplittet, oder was? Oh, leck mich doch am Arsch. Nein. Oh, was? Der kann mich rausziehen, oder was? Alter, verpiss dich! Alter, die sind zu dritt! Lass mich! Geh weg! Kusch! Geh weg! Alter! Alter, jetzt! Oh, Alter, jetzt schieb doch mal, du Penner! Oh, Mann! Ist das mies! Thank you.
Alter, ist das mies. Boah, Alter, das kann doch nicht wahr sein.